Hallo Matrosen und Piratenbräute, heute das Thema Einstellungen für besseres Aim. Als erstes solltest du deine Maus in Windows so einstellen, dass sie am besten widerspiegelt, was deine Hand gerade an ihr tut. Du gibst also bei Windows Maus ein, gehst dann auf weitere Mausoptionen und dann auf den Tab-Zeiger-Option. Dort ziehst du den Slider ganz nach links und drückst 6-mal die Pfeiltaste nach rechts. An diesem Punkt interpretiert Windows die Schrittangaben der Maus am ehesten mit einer 1:1-Ratio. Und falls bei dir der Haken bei Zeigerbeschleunigung verbessern drin sein sollte, dann nimm ihn bitte raus. Denn dadurch werden verschiedene Eingabegeschwindigkeiten verzerrt und das verhunzt dir das Aim. Nun übernehmen? Okay, schließen. Jetzt ist deine Maus für Windows am präzisesten eingestellt. Sollte dir das zu schnell oder langsam sein, versuche die DPI deiner Maus anzupassen. Wenn das nicht in dem Maß möglich ist, dass es sich für dich gut anfühlt, dann versuch entweder dich dran zu gewöhnen, was etwa 2 bis 3 Tage dauert, oder verschieb den Slider maximal noch um einen Reiter. Aber Vorsicht, du hast dann keine Rohdaten mehr, die an Windows übertragen werden, sondern eine Interpretation dieser. Jetzt aber genug mit dem Getröte! Das hier ist kein Kinotrailer! Nee, Schluss! Raus! So, da wir jetzt die Grundlagen für deine perfekte Mauseinstellung geschaffen haben, lass uns einmal ingame sehen, was wir für dein perfektes Aim tun können. Mit dem Reißtest kannst du am einfachsten feststellen, ob deine Mausgeschwindigkeit zu langsam oder zu schnell eingestellt ist. Wenn du dich in der Lobby befindest, versuchst du so schnell wie möglich 5 nacheinander stehende Ziele am Kopf anzuvisieren. Du hast pro Ziel nur eine Chance. Wenn du zu weit oder zu kurz zielst, musst du dir ein neues Ziel suchen. Wenn du 4 von 5 getroffen hast, dann ist deine Mausgeschwindigkeit schon ziemlich nah an der für dich perfekten. Aber manchmal spielt unser Gehirn uns einen kleinen Streich, denn es korrigiert das Aim, ohne uns mitzuteilen, dass es das getan hat. Du brauchst also eine objektive Meinung und das bedeutet, dass du diesen Test aufzeichnest. Ob mit OBS, dem Aufnahmeprogramm, deiner Grafikkarte, Fraps oder DxStory ist hierbei völlig egal. Hauptsache, du nimmst mit so vielen FPS wie möglich auf. Dann siehst du dir an, wie es tatsächlich gelaufen ist. Je ehrlicher du mit dir selbst bist, desto besser kannst du deine Maus später einstellen. Jetzt greifst du zu extremen Maßnahmen. Wenn du immer überreißt, solltest du deine Mausgeschwindigkeit halbieren. Wenn du unterreißt, solltest du deine Mausgeschwindigkeit verdoppeln. Nachdem du das eingestellt hast, kannst du ein neues Spiel starten und dich in der Lobby bewegen. Mach 180 Grad Umdrehungen, schlage Haken im 90 Grad Winkel und schau, wie es sich anfühlt. Sollte es gar nicht gehen, kannst du die Mitte zwischen dem Wert, den du zu Beginn hattest und dem Wert, auf den du verdoppelt oder halbiert hast, einstellen. Wenn es sich okay anfühlt, dann spiel das Spiel, spiel es aber sicher. Deine Terminator-Einstellungen sind noch nicht ganz gefunden und du hast dich auch noch nicht dran gewöhnt. Lande ein bisschen außerhalb, such dir eine vernünftige Waffe und ein vernünftiges Scope und dann kannst du anfangen, Gegner zu attackieren, aber nur die, die du auch sicher ausschalten kannst. Beim Looten gewöhnst du dein Gehirn schon mal an die neue Mauseinstellung und spätestens nach 10 Minuten Early Game hat es das auch verstanden. Wenn du dann so lange überlebt hast, wie du kannst, starte ein neues Spiel. Jetzt machst du wieder den 5-Köpfe-Test und analysierst ihn. Es ist quasi dasselbe Prozedere wie zuvor. Wenn du überreißt, geh etwas runter, wenn du unterreißt, ein bisschen hoch. Danach wieder das Spiel spielen. Wiederhole den Prozess einfach so lange, bis du 4 von 5 Köpfen sicher anreißen kannst. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine perfekte Mauseinstellung gefunden. Aber halt! Schnauze! Deine Mauseinstellung mag für deinen Spielstil nun perfekt sein, aber dein Skill hat, wie immer, selbst bei Profis, noch Raum nach oben. Hier kriegst du jetzt noch 5 Tipps zum Verbessern deines Aims. Du solltest deine Mauseinstellung auch für andere Games übernehmen. Dazu schiebst du deine Maus ganz zum einen Rand des Mauspads und merkst dir den Punkt, wohin du in-game hinguckst und ziehe dann die Maus an das andere Ende des Mauspads. Merk dir dann die Umdrehung. Am besten geht das mit einer Uhrzeit, wie in meinem Fall wäre das jetzt etwa 8 Uhr. Jetzt kannst du in anderen Spielen deine Maus so einstellen, dass du genau dieselbe Uhrzeit erreichst, von Mauspadrand zu Mauspadrand, wie in PUBG. Um dein Aim zu trainieren, ist PUBG leider nicht unbedingt das richtige Spiel, denn hier hast du viel zu viel Zeit zwischen den Kämpfen, um dein Muskelgedächtnis zu trainieren. Spiel zum Beispiel mal Counter-Strike im Deathmatch-Modus, natürlich nachdem du deine Sense angepasst hast, oder trainiere mit dem Aim-Booster, den ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Versuche, deine Crosshair-Disziplin hochzuhalten. Das bedeutet, ziele mit dem Mittelpunkt immer dorthin, wo du einen Gegner vermutest und halte es ungefähr auf Kopfhöhe. So musst du viel weniger korrigieren, wenn es ernst wird. Wenn du dich im Midgame befindest, das derzeit noch mit eher wenigen Kämpfen gespickt ist, kannst du kleine Zielübungen machen, damit dein Aim auf dem höchsten Level bleibt. Visier dazu zwischendurch einfach kleine Dinge an, zum Beispiel eine Astnarbe, einen Busch oder ein Steinchen.
Nutze SMGs im Nahkampf, wenn du noch nicht mit starken Rückstößen oder Schrotflinten zurechtkommst. Eine voll ausgestattete UMP benötigt weniger Übung als die zuvor genannten. Danach kannst du dich dann langsam an die 5.56er Waffen rantasten und später sogar an die 7.62er. Ich würde mich darüber freuen, wenn du mir in den Kommentaren sagst, ob dir dieses Video zu einem Dinner verholfen hat, und du würdest mir weiterhelfen, wenn du die Klingel neben dem Abo-Button drückst, damit du meine Videos auch vorgeschlagen bekommst. Ich sag danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.